Kleine Schritte, große Zukunft. Das ist das Motto des St. Elisabeth Kindergarten hier in Unterneukirchen, der heute am Sonntag, den 17. Juli 2022, sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Wir waren für Sie mit vor Ort und zeigen Ihnen nun ein paar Impressionen. Der offizielle Festakt begann mit einem von Kindern mitgestalteten Familiengottesdienst, zelebriert von Ortspfarrer Hermann Schechner. Im Anschluss folgte ein farbenprächtiger Festzug mit Eltern und Kindern von der Christkönigkirche zum Kindergarten St. Elisabeth, angeführt von der Aufwerkerband Unterneukirchen. Die Initiative für den ersten Kindergarten in Unterneukirchen ging 1970 vom damaligen Ortspfarrer Anton Weinberger aus. Noch im gleichen Jahr wurde vom Gemeinderat mit dem damaligen Bürgermeister Karl Herzog an der Spitze die Planungen vorangetrieben. Standort war die Altöttinger Straße vor dem gemeindlichen Bauhof gegenüber dem damaligen Fensterbauunternehmen. Die anfangs 60 Kinder wurden in zwei Gruppen betreut. Der Spatenstich am neuen Standort Humboldtstraße erfolgte im Frühjahr 1994. Pfarrer Kasimir Spielmann und der evangelische Pfarrer Hans-Joachim Scharer weihten den Neubau 1995 ein und der damalige Bürgermeister Georg Heindl übergab ihn seiner Bestimmung. Nach dem großen Festzug gab es für alle ein gemeinsames Mittagessen. Ab 13 Uhr wurde zum Tag der offenen Tür für Jung und Alt geladen. Heute fand ja ein wundervoller Festgottesdienst statt zum 50-jährigen Jubiläum des Kindergartens hier in Unterneukirchen. Wie hat Erna denn der Gottesdienst gefallen? Also der Gottesdienst, der war richtig begeisterungsvoll. Die vielen Kinder und die vielen Familien und das Team vom Kindergartenpersonal hat einen ganz schönen Gottesdienst vorbereitet gehabt. Sie haben gesehen, die vielen Luftballons, die in der Kirche waren, die haben so eine gewisse Leichtigkeit auch mitgebracht. Und wir sind so froh und dankbar, dass wir heute 50 Jahre Kindergarten in Unterneukirchen feiern dürfen. Und diese 5 Jahrzehnte, das ist wirklich ein Grund, wo man auch Gott Danke sagen darf von allen Menschen, die in diesen Jahren da mitgewirkt haben. Vor kurzem war ja in Unterneukirchen schon mal ein Jubiläum des Blasmusikvereins, aber nicht nur die Erwachsenen können feiern, sondern auch die Kinder. Heute ist ja das 50-jährige Jubiläum des Kindergartens. Das ist ja schon was ganz Besonderes, oder? Ja, ich denke, so ein Kindergarten und die Kinderkrippe ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für einen Ort. Und viele Familien haben angefragt und dass wir damals schon mit dem Kindergarten als einer der ersten im Landkreis waren und auch dann mit der Kinderkrippe als einer der ersten im Landkreis waren, ist, denke ich, schon auch Signal, dass es der politischen Gemeinde seit Anbeginn immer wichtig war, für die Zukunft zu sorgen. Und das, glaube ich, haben wir ganz hervorragend auf den Weg bringen können. Zwischendurch war ja auch nochmal 60 Jahre Christkönigskirche. Und so sind wir so alle 2 Wochen in einem Fest. Und dann kommen wir aus dem Rhythmus nicht raus. Und heute natürlich schon eine Besonderheit mit den Kindern im Vordergrund. Und ich glaube, auch der Gottesdienst hat gezeigt, welche Freude und Energie in den Kindern steckt. Und wenn man das begleiten und moderieren darf, ist das auch eine schöne Sache. Kinder sind ja auch das wichtigste Gut einer Gesellschaft. Natürlich ist das ja auch hier in Unterneukirchen so. Jetzt stehen ja dann bald die Ferien an. Was ist denn da für die Kinder so geboten? Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass unser Jugendreferent wieder ein ganz tolles Kindergarten- und Ferienprogramm für alle Kinder auf den Weg gestellt hat. Ich glaube, 31 Aktionen. Und vom Kindergarten selber weiß ich, dass die Elternbeiräte einige Sachen noch organisiert haben. Also die sind schon relativ gut umsorgt. Der Kindergarten St. Elisabeth, der feiert ja heute 50-jähriges Jubiläum. Was macht denn den Kindergarten hier in Unterneukirchen aus? Was macht ihn so besonders? Unser Kindergarten macht aus 156 Mal Kinderlachen im September. Ein ganz nettes Personal, unsere Arbeit mit den Kindern, dass wir viel Wert auf Kinderrechte legen, dass die Kinder bei uns mitbestimmen dürfen, bei Partizipation, was zwar in den letzten 2 Jahren ein bisschen kürzer getreten ist, aber wir hoffen, dass wir die nächsten Jahre wieder so arbeiten dürfen, wie wir es eigentlich in der Konzeption stehen haben. Dass das Kind im Mittelpunkt steht und dass es mitbestimmen darf. 50 Jahre, das ist ja auch ein Meilenstein und dazu gibt es heute ein tolles Programm. Was ist denn heute so geboten? Also 50 Jahre Kindergarten in Unterneukirchen haben wir uns natürlich besondere Sachen ausgedacht. Also für die Kinder ist nachher ab 13 Uhr Kinderschminken und Tattoo malen. Dann haben wir von der Firma ETA den Kinderzug gesponsert gekriegt, der ist im Garten, dass sie fahren können. Dann können die Kinder basteln, es sind Spiele für die Kinder. Der Elternbeirat hat sich darum gekümmert, dass wir ganz tolle Preise für eine Tombola organisiert haben. Ja, und ansonsten ist Musik
Musikerband, der uns so danken wollen, eben die Aufweckerband, dass die für uns spielt. Und ja, ein toller Tag eben mit viel Essen, Trinken, Spaß. Also wir hoffen, dass das Wetter passt dir auch, dass der Tag so wird oder ausgeht, wie er schon angefangen hat. Zum Abschluss gab es noch ein tolles Kasperltheater. Und damit endete das offizielle 50-jährige Jubiläum des Kindergartens St. Elisabeth in Unterneukirchen. Für die Kinder hier in Unterneukirchen war das natürlich ein großer Tag und wirklich ein voller Erfolg. Aber auch in den Ferien ist weiterhin einiges geboten. Informieren Sie sich über das Ferienprogramm. Wir bleiben natürlich auch weiterhin in Unterneukirchen für Sie mit vor Ort und halten Sie auf dem Laufenden. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska.